Und jetzt kümmern wir uns um die Zukunft von der nächsten Generation. Wir sind im Jetzt. Jetzt bedeutet nicht mehr als Jugend-, Elektronik-, Technikzentrum. Und bei mir ist Helga Martin. Helga, sag mal, was macht ihr da ganz genau? Ich meine, im Titel kriegt man es schon ein bisschen mit. Ja, wir machen Kurse für Jugendliche und mittlerweile auch Kinder, also Kurse ab 10, also für Kinder ab 10 Jahren. Im Bereich Elektronik, Informatik und Technik. Und das ist auch das, was im Namen drin steckt. Ich sehe so einen Kurs aus. Also wir legen ganz großen Wert darauf, dass die Kinder und Jugendliche praktisch arbeiten und so viel Theorie dazu lernen, wie es nötig ist. Aber der Fokus liegt auf dem praktischen Arbeiten. Die Kinder im Elektronikbereich lernen Schaltungen kennen, lernen elektronische Bauteile kennen und verstehen. Und das Ziel ist, dass sie auch elektronische Schaltungen selber machen können. Und im Informatikbereich lernen sie einfach programmieren. Mit Programmiersprache, am Anfang mit Scratch oder ähnlichen Programmiersprachen. Und später geht es dann richtig in die anspruchsvollen Sprachen wie Python oder C. Niklas, was bist jetzt du da am Bauen? Ich bin gerade im Moment an einem Roboter am Bauen, der mit zwei Rädern Balance kann behalten und umfährt. Wie lange bist denn du da schon dabei? Was hat dich dazu gebracht? Wie hast du das herausgefunden? Ich bin schon jetzt etwa fast 2 Jahre da und ich bin beim Kurs beigetreten, weil ich erstens dann eine bessere Aussicht habe bei den Lehrstellen und ich dann noch zweitens Vorwissen habe, was auch noch besser ist bei Lehrstellen. Nevio, was erlebst du da? Wie ist das für dich, wenn du da am Bachelor bist? Ich meine, bist du mal nicht ganz allein daheim, muss man alles allein machen? Oder? Ja, also es ist halt eben angenehm, wenn man so in einer Gruppe ist. Man kann sie nachbefragen, wenn man etwas nicht versteht. Oder eben der Werner da hinten, der Kursleiter. Und es ist eben anders als von daheim. Du bist in einer Umgebung, wo sie auch ausgestatteter sind, wo du auch nicht nur lernst, wie du so programmierst, sondern du lernst auch wieder mit den Bauteilen umgehst, wieder mit dem Raspberry Pi, mit dem, wo wir programmieren umgehen, mit dem Betriebssystem, mit den Entwicklungsumgebungen. Also man macht eigentlich sehr viel da. Weißt du schon, was du in der Zukunft machen willst? Ist das bereits schon die Basis, die du erarbeiten willst? Ja, ich würde eigentlich so nach der Schule, eigentlich mache ich wieder Schule. Da mache ich die Informatik-Mittelschule. Und das ist jetzt eigentlich wie, da ist gute Vorbereitung auf das, weil an der Informatikschule geht man dann nochmal viel tiefer in das Ganze rein. Dann würde ich sagen, hau rein in die Tasten. Ja, danke. Der Werni ist den ganzen Tag eigentlich als IT-Supporter immer mit der Materie in Kontakt. Jetzt würde mich interessieren, was bringt dich dazu, wenn du Feuer oben hast, den Stoff und das Wissen wieder weiterzugeben? Ja, also mir gefällt es natürlich, dass auch das Wissen kann weitergegeben werden kann. Mir gefällt es, mit jungen Leuten zusammen zu arbeiten. Mir selber macht natürlich die Informatik sehr viel Spass. Und das ist für mich dann auch die Motivation, dass ich zu oben dann hier hinkomme und das Wissen nachher dann auch weitergeben kann. Und ich sehe dann natürlich auch die Begeisterung der Jungen und das macht mir Spass. Das ist meine Motivation. Wie ist denn das jetzt so, um das zu übersetzen? Ich meine, es ist doch ein bisschen höheres Wissen. Es sind ein bisschen schon kleine Spezialisten hier. Wie transportierst du das Wissen jetzt? Haben die einfach alle schon eine gute Veranlagung? Nein, das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt hier jetzt Junge, die im Prinzip ganz ohne Kenntnis kommen. Aber es ist natürlich so, die Generation ist sehr technikaffin und die, die natürlich hier sind, die interessieren sich prinzipiell für PC. Und dann ist es natürlich anhand von Beispielen, wo wir hier durchgehen, also der Aufbau, die kriegen alle, haben so einen Raspberry Pi PC zur Verfügung, wo sie ihre Programme selber können dann erarbeiten und nachher dann auch ausführen.
Und man sieht auch, es macht richtig Spass, wenn sie hier dran sind, am Schrübeln, am Löten und am Entwerfen. Wie komme ich überhaupt in den Kurs? Jetzt ist schon voll im Gang, die Plätze sind besetzt. Wie geht es weiter? Ja, jetzt im Sommer beginnen Sommerferienkurse. Da kann jeder reinkommen, kann schnuppern. Das geht einen halben Tag. Kann man es mal ausprobieren. Es gibt auch ganz tolle Kurse neben den klassischen Schnupperkursen, wie ein Kurs für 3D-Druck oder Sticken und Programmieren, also mit Stickmaschinen, nicht mit von Hand sticken, oder ein Minecraft-Kurs. Und das, was eigentlich bei uns besonders ist, ist, dass, wenn man mal einsteigt, kann man über viele Jahre hinweg die Kurse machen und sich weiterbilden und ein Know-how und ein Wissen ansammeln. Und ist für den Beruf sehr gut vorbereitet.